wissen. Ja, heute wird's ein bisschen anders. wie ihr vielleicht ja wisst, haben bei mir 3 Mädeln gewonnen. Und die bekommen von mir immer 100 Teile und halt ein bisschen verpackt. Und da habe ich jetzt eh schon ein bisschen was gezeigt, vintagig. Aber ein Mädel ist dabei, die wollte alles in bunt. Das war eine Herausforderung. Sie hat mir dann auch geschrieben, sozusagen, ja, komm mal ein bisschen aus deiner Komfortzone heraus und mach das Ganze im Bund. Ja. Ich habe es gewagt und ich hoffe, ich habe es geschafft. Also ich zeige euch jetzt einmal so ein paar Teilchen, die ich da zu den 100 Teilen dazu genommen habe. Alles natürlich im Bund. Ja. Es hat es am richtigen Kanal. Ja, Tante Wolfgang im Bund. Ja. Also ich habe ja da mal ein paar kleine, dezente Knöpfchen und Perlen und so weiter ausgesucht. Und dann bin ich hergegangen und habe gestanzt wie eine Wilde. Jawohl, also alles lauter Teile, wie gesagt, also ja, es sind teilweise eben Sachen dabei, also Papierstreifen oder Reste, das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber ich habe mir gedacht, natürlich kann man das alles verwenden und kann natürlich dann da eben kleine Sachen ausstanzen und es ist schön bunt. Ja, also dieses einmal, dann habe ich noch das da genommen, also das sind teilweise Timo-Stanzen. Und die habe ich dann auch gleich einmal ausprobieren können. Also es war eigentlich, ich liebe ja Herausforderungen. Ne? Ja, sie waren teilweise, wie Käferlein wahrscheinlich bestätigen kann, verbunden mit kleinen Nervenzusammenbrüchen und das schaffe ich nicht und so weiter und so fort. Aber ich habe nicht aufgegeben. Ja, ne? Also wie gesagt, das sind halt da jetzt ein paar bunte Teilchen, das ist ja so ein süßes Heftfloss da von Timo und ein paar so, so Art-Tag, aber ja, in verschiedenen Variationen. Dann habe ich noch so Blumensträuße, die was man dann so hinterlegen kann. Kann, muss man natürlich nicht, ne? Und auch so Schmetterlinge. Was man halt, dass das alles sehr schön bunt und fröhlich ist. Ja. Ja, also sowas zum Beispiel, da kann sie dann gestalten und walten, wie sie möchte. Ein paar Fahrräder habe ich hier auch noch. Also ich habe mich da mal, ich habe gestanzt. Also das sind ganz bunte Sachen und die finde ich, das ist zwar das Vintage, aber schaut eigentlich in so knalligen Formen auch ganz gut aus. Ne? Man kann da zum Beispiel Doilies in bunten Farben ausstanzen und dann da dazulegen. Kann man alles Mögliche dann auch so basteln, indem man das halt vielleicht dann da so in die Mitte klebt und vielleicht ein zartes Knöpfchen drauf oder so weiter halt, ne? Ja, also Schmetterlinge und alles Mögliche. Dann bin ich noch gefündig geworden. Da habe ich auch so Stickers an das mit so einer bunten Schrift eben. Alles Mögliche, was man halt da so verwenden kann und möchte. Und dann habe ich noch in meinem Stash. Habe ich gefunden, auch verschiedene Schmetterlinge und Glückwunsch und Pfeile und Herzerl mit Blume und Vogel und alles Mögliche halt. Ne? Ja, also ich hoffe, das jetzt getroffen zu haben. Es sind ein bisschen mehr als 100 Teile, aber das ist mir eigentlich in dem Sinn ja nur, ihr wisst es, es hat ja so lange gedauert,
So, also und diesen ganzen wunderbaren, bunten Haufen, das muss man ja irgendwo reinbringen. Ja. Und da war jetzt natürlich auch die große Herausforderung, eben ein Pocket in bunt zu basteln. So, meine Lieben, da. Ja, also ihr seht, ich bin da teilweise schon eskaliert, weil das ist ja so ein fertiger Rahmen und da waren lauter kleine Punkte weiße oben und das war mir natürlich nicht, das geht nicht. Und da habe ich so eine kleine Bastelgitter und das sind eben ganz kleine so Karos, aber in länglich. Ja, und da bin ich halt gesessen, weil auch der Löwe da, Löwe musste natürlich auf, ja, liebe Ginger Bauer, du bist diejenige, da kriegst du natürlich schon einen Löwen vorn drauf, ist klar. Ja, und dadurch, der im Hintergrund ein bisschen so Glitzer und Holo hat, habe ich natürlich das mal gedacht, das muss ich jetzt jedes Punktel einzeln bekleben, genau. Und dann natürlich da so Spangeln sage ich, einen Verschluss mit buntem Kugelwerk. Und wenn man das jetzt da aufmacht, also das ist ungefähr dasselbe, es ist das Prinzip, was da vorher schon das Pocket war, eben da mit den Tascherln und das Häschen mit der Karotte und Herzerl und Schmetterling. Und da habe ich ja so einen Shaker Sternenluftballon gebastelt und der Elefant hält es halt und der Schmetterling freut sich. Ja. Dann haben wir da auch noch ein bisschen was, die Tascheln, Herzerl. Ja. Und da vorne haben wir eben auch diese Tür. Ich habe den schönen Namen gehört, aber den möchte ich auch eigentlich verwenden. Und zwar ist das ein Erdbeer-Limonaden-Pocket. Das ist so süß und das ist von jemandem ganz, ganz lieben. Und deswegen nenne ich dieses Pocket Erdbeer-Limonaden-Pocket. Ja. Also wir haben da einen Verschluss und einen Schlüssel, was man da eben auch aufmachen kann. Ja. Und da haben wir ein wenig, also die Skizze, wenn man das, ich hoffe, man sieht das ein bisschen. Ich will sich ein bisschen so hinhalten. Wing of Stella. Ja, der ist jetzt leer, aber das macht nichts. Und da haben wir eben auch so eine Tür und bunte Knöpfchen und so weiter und so fort. Die habe ich im Übrigen mit dem B7000 geklebt. Also die dürften nicht mehr runtergehen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und dann eben auch diese 3D-Sticker dazu. Also die habe ich nicht gebastelt, die habe ich gehabt. Nicht? Und da kann man eben dann aufmachen und da haben wir halt alles Mögliche an Erdbeerlimonaden-Farben. Und eben mit diesen Stickern und da sind eben jetzt dann diese Pockets, ja, wo dann dieser tolle Berg an bunten hineinkommt und hinten haben wir natürlich dann auch nur einmal, hoppale, ein Tascherl. Was da, so. Na so, achso, das sind die Türen, ja. Da wird dann auch noch so ein kleines Bierchen und ein Luftballönchen und sie hat dann auch eine Büroklammer bekommen, natürlich in rosa, mit Kette. Ja, muss sein. Und da habe ich einen kleinen Flipflop in, ich schimmere Neon irgendwas, und das ist ein kleines Dwendel. Und dann habe ich hier die zwei Ginger Power, habe ich hier da die zwei Buchstaben, habe ich da noch drauf gegeben. In natürlich schönen, kräftigen Klinker-Dinker-Farben. Ja, und ich hoffe halt, dass mir das gelungen ist. Ich werde jetzt das Ganze noch einräumen und
Ja, also, wie gesagt, da kommen halt dann eben da diese bunten Sachen rein und ja, was soll. Es hat Spaß gemacht. Ich muss es schon sagen, es waren mehrere Anläufe. Also ich habe jetzt da, glaube ich, da einen Stapel voll mit, das kann ich euch ja zeigen, einen Stapel voll Pockets, wie ihr da seht, auch in den anderen Ding. Es waren mehrere Anläufe, auch bei Vintage, also da jetzt das Ding, notwendig und es waren, wie gesagt, ein paar Nervenzusammenbrüche waren dabei und ich hoffe, ja, liebe Ginger Bauer, die du da jetzt schon länger wartest, ja, Christel, es sind keine Naturalien. Ja, meine liebe Christel ist immer ein bisschen so, aber das ist das Schöne. Ich liebe solche kleinen, liebevollen Pfeile. Ja. Und ja, also ich hoffe, ihr denkt euch nicht jetzt, oh mein Gott, was hat's da jetzt da gemacht? Ja. Ich habe mich bemüht, ich habe versucht, das alles irgendwie umzusetzen. Und ja, so. Meine liebe Ginger Bauer, ich hoffe, ich habe die Herausforderung bestanden und du freust dich. Ich werde es jetzt alles versuchen, da noch einzuräumen. Und dann gehen alle drei Pockets auf die Reise. Und ich wünsche euch viel Spaß, viel Freude damit. Und es tut mir leid, dass es wirklich so lange gedauert hat. Und euch dreien schicke ich einmal auch einen Haxibären und den anderen schicke ich auch einen Haxibären natürlich und ja, bis zum nächsten Video, aber nicht mehr im Bund. Viel Glück, baba.